Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei dem Games und Rahmen Quickie. Heute wieder mit dabei wie immer. Außer wenn nicht. Der Bo. Und zwar reden wir heute über The Sand's Power is Omnipotent. Sehr potent. Es geht um Potenzen. Omnipotenzen. Aber sie ist nice. Ist dieses Jahr gelaufen, April bis Juni. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Meinte ich es 12 Episoden vom Studio Diomedia, ehemals Studio Barcelona. Das hat zwar, glaube ich, nichts mit Spanien zu tun oder so. Ah, die haben das gerne so. Ja, voll stimmt. Ja, vielleicht kennt man sie vom Anime Problem Children Are Coming From Another World, Aren't They? Da habe ich geschaut, das ist nicht schlecht. Oder Domestic Girlfriend. Und das Aktuellste, was sie rausgebracht haben, der Basketball-Anime Ahiru no Sora. Moment, jetzt aber schnell, der mit dem Domestic Girlfriend. Aha. Domestizierte Freundin? Ich kann ihn anschauen. Ist das, geht das überhaupt so? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze eine Light Novel Adaption aus dem Genre Romanze, in Klammern Fantasy, Isekai. Oh, Isekai. Als ich gesehen habe, Isekai, habe ich gesagt, oh ja, es ist Isekai. Und zwar geht es um büroangestellte Dame Sei Takanashi, eine junge Frau, immer fleissig am Arbeiten. Und eines Tages kommt sie spät nach dem Arbeiten heim, macht die Wohnungstüren auf und kaum macht sie einen Schritt in die Wohnung, taucht ein magischer Zirkel unter ihr auf und wow, sie verschwindet und taucht in einer anderen Welt wieder auf. Sofort, einfach so eskaliert. Einfach so. Auf einen Klapp gerade. Zack. Oh mein Gott. Und ja, dort ist sie dann beschworen worden, und zwar in einer Zeremonie im Königreich Slandania. Und dort tun sie, ja, in schlechten Zeiten eine sogenannte heilige, ich weiss gar nicht, sagen sogar heilige Jungfrau, glaube ich, zum Teil beschwören. Und zwar haben sie ein bisschen Probleme mit so ein bisschen dämonischen Viecher, Monster und so, und irgendwie so ein, sie nennen es Miasma. Das Miasma, das sich ausbreitet, wo das Zeug verunreinigen und eben tut Viecher korrumpieren. Und die heilige Jungfrau, oder wie auch immer, ist dann, hat die Fähigkeit, das Miasma zu reinigen und so Zeugs. Und sie ist aber nicht die Einzige, die beschworen wird, sie ist noch ein anderes Mädel dort, Aira Misono. Die ist auch gerade mit ihr zusammen beschworen worden. Und sie ist, ja, sie hat, vom Aussehen her, hat sie so eine Brille an, oder? Sieht so ein bisschen aus wie so kleine, Mauerblümchen wäre vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen in die Richtung, oder? Und die sind da die andere, die beschworen ist, die Aira, die sieht fast ein bisschen herziger aus, so ein bisschen attraktiver auf den ersten Blick. Und das findet eben der Prinz dort, der die Beschwörungen geleitet hat, und schnappt sich die
und sagt, ah, du bist unsere heilige Jungfrau und komm, ich zeig dir alles und erklär dir's und dann gehen sie und unsere Hauptcharakterin sagt, die wird einfach so links liegen, ignoriert. Oh nein. Ja, und ja, sie wird natürlich zuerst mal wieder zurückgehen und das wird zuerst mal entschuldigt fragen. Ja, und dann heißt sie, ja, sorry, wir wissen nicht, wie wir dich wieder können zurückbringen in deine Welt. Weil eben, sie kommt aus dem heutigen Japan, ist sie eigentlich gekommen. Und ja, wir schauen, ob wir irgendeine Lösung findet. Vorerst kannst du bei uns bleiben im Palast und so. Du kommst einen Maid über, der zu dir schaut. Oh. Aber keine so eine, Oh. die ja, der chillt sich zuerst mal halt dort ein bisschen im Palast, in ihren Räumlichkeiten, gelangweilt und so, und geht sie eigentlich mal ein bisschen spazieren, ein bisschen weiter als ein bisschen aus dem Palastgelände rausfährst. Und da ist so ein schöner Garten, wo sie Kräutchen antrifft, und sie hat aber früher sich selber auch so für Kräuter interessiert gehabt und kennt sich ein bisschen aus mit Kräutchen schon bereits, und dann sie, ja, cool, du hast auch so Kräutchen und so. Und dann ist so ein Typ dort im Garten und fängt mit dem an zu verschnurren. Und es stellt sich heraus, dass er von dem, wie sagst du, vom Forschungsinstitut für Heilkräuter kommt. Und er sagt, so, ja, wir haben da gerade in der Nähe unser Forschungsinstitut und so. Und, Möchtest du echt meine Krütli ja, willst du ein paar Kräutchen, klauen? oder? Und dann gehen sie zuerst mal geht sie mit ihm das Forschungsinstitut anschauen, wie sie dort so Heiltränke brauen und so. Und ist begeistert und findet, cool, darf ich auch mal probieren und so. Und du musst irgendwie noch Magie in die Heiltränke mit einfliessen lassen beim Brauen. Und bringt er ihr ein bisschen bei, aber wie das mit der Magie funktioniert. Ja, da kommt sogar das Angebot über, dass sie darf, wenn sie will, wie ihnen als quasi Forscherin, Wissenschaftlerin, wie auch immer, sie und dort an diesen Heilkräutchen und Tränkchen forschen. Und sie sagt, ja, hey, cool, etwas, wo ihr gefällt. Und so kann sie sich Zeit vertreiben und so. Und sie fand, ja, hey. Und dann fängt sie dann auch schon gleich an, dort von Tränke brauen und mit ihrer Magie, wie sagst du, zu infizieren oder wie auch immer. Und stellt schnell fest, dass die Tränke zum Teil viel stärker sind als die Tränke, wo die Forscher dort brauen. Aber noch ein bisschen unterschiedlich, oder? Zum Teil sind die vielleicht 25% stärker, manchmal vielleicht 50% stärker in der Wirkung und so. Manchmal machen sie sich zum Fisch. Vielleicht auch das, ja. Und da kommt dann ist der Ritterorden vorbei, geht Heiltränke wieder abholen für ihren nächsten Ausflug, wo sie gegen Monster antreffen können. Dann kommen sie dann auch schon wieder zurück. Und sind alle hell begeistert von ihren Heiltränken, oder? Weil sie so super gewirkt haben und so, bei den Kämpfen und bedanken so. Und du siehst dann auch so relativ viel mit den Charakteren, die sie zu tun hat, sind so hübsche Männer. So, der eine, der Anführer, glaube ich, vom Ritterort, ist auch so ein blonder, junger Schönling und so, und so. Da wird sie immer so ein bisschen verlegen, kommt so ein bisschen rote Bäckchen über und weiß nicht, was sagen und so. Und dann habe ich so gedacht, ist echt ein Anime mit der Zielgruppe für weibliche Zuschauer ausgerichtet, Ja. Zielpublikum. Es ist tatsächlich so. Ist das so? Das ist ja so, ja. Das ist mir nicht einfach gefunden. Ja, in der Regel hast du meistens jeden männlichen Charakter mit seinen vielen Damen mit grossen Brüsten und den Lollis und die Instas-Zeugs im Sommer. Jetzt ist es ein bisschen umgekehrt. Ah, wunderbar. Also ich finde es mega gut, dass man da aber ein bisschen muss man schon kötzeln. Du, ich habe gefunden, egal, es Zwischen ist. 3% homoerotische Seiten ausschreiben. Ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen Homoerotischer, weiblicher. ja. Ja, ich habe gefunden, du, egal, ich schaue das jetzt weiter, weil es geht zum Glück nicht in die homoerotische Richtung. Aber einfach so halt, Nebencharaktere, die sie drauf trifft, sind halt einfach viele schöne Männer, die sie ein bisschen in Homoerotisch. Verlegenheit bringen und so.
Ja, also fürs Ding ist ja eigentlich gut, das wäre ja überhaupt nicht homoerotisch, es wäre ja eigentlich so. Was meinst Ja. Wir wollen euch da draußen nicht verunsichern. Ja, so gesagt, Wenn so, ein so. Weibli mit einem Männli, wenn ein Weibli ein Männli gut findet, dann ist das nicht homoerotisch. Wir sagen nur von unserer Perspektive aus als Männer zu Männer. Weißt du, die junge Generation, dann muss man das sagen, sonst nachher kommen wir es Aha. nicht raus und danach. Ja, Entschuldigung. also wirklich, wenn er richtige männliche Männer sind, müsst ihr keine Angst haben. Wegen dem werdet ihr ja nachher immer noch männliche Männer sein, auch wenn ihr das geschaut habt. Ja, und dann spinnt sich die Geschichte dann halt, oder? Und du merkst schon, dass der junge Prinzritterorden vom Ritterorden, der Anführer, so ein bisschen Interesse an ihr hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was man spoilerfrei sagen kann. Ja, ich An wollte sagen, er dieser merkt, wie der Satan gerade um einen Spoiler herum versucht, herumzureden und Ja. eigentlich nicht kann abwarten, oder? Er kann es nicht abwarten, zu spoilern. Ja, und darum sage ich, gehen wir gerade in den Spoiler-Part über, was da genau so abgeht. Und dann eben, nachdem dort der Ritterorden zurückgekommen ist, und begeistert ist von ihren Hertränken, kommt sie dann auch vor dem König zutage, und er hat schon das Gefühl, dass sie wahrscheinlich die heilige Maid ist eigentlich Oh. und nicht die andere, wo beschworen worden ist, und sein Sohn, der Prinz, also jetzt mit der falsch unterwegs ist eigentlich. Aber er wird es nicht einsehen, der Prinz. Für ihn ist es klar, dass sie Ja, ist du, die, oder? hey, ja, Er hat natürlich. einfach nur geschaut, welche sieht schöner aus auf den Ja. ersten Blick. Scheiß auf Eltern. Ja, aber das hat auch nicht lange her, weil sie macht dann auch so ein bisschen Schönheitscreme und so, auch im Auftrag von anderen, wo sie auch noch, also sie ist nie wüst oder so, oder einfach so Die mit der Brille, und Hauptcharakterin. ja, sie ist schon Hey, von jetzt wird sie Anfang noch an, hübscher nachher. ja, so, also, ist eigentlich kein Unterschied gewesen, schlussendlich von vorne, einfach, dass sie nachher keine Brille mehr anhat, Aha. weil sie Und mit ihren plötzlich alle finden so, magischen. oh, die ist schon jetzt viel hübscher. Ja, sie hätte sich einfach vorne müssen, irgendwie ein bisschen wüster darstellen, und sie sieht einfach gleich aus, habe ich das Gefühl gehabt. Und sie redet auch so wegen so, oh, du hast so schöne Haut und so, und eben, sie braucht keine Brille mehr, weil sie mit ihren magischen Gesichtscreme und so, dass sich auch auf ihren Körper auswirkt, dass sie nachher gar keine Brille mehr braucht, weil sie wieder gut sieht, dank ihrer Magie und so. Ja, und der König sagt dann ihr, für dass sie so gute Arbeit geleistet hat, kann sie sich einen Titel bekommen, wenn sie will, und ein eigenes Grundstück anwesen quasi, und sie so, wow, brauche ich nicht eigentlich, ist gut, merci. Also, ja, kann ich sonst irgendetwas geben oder so als Belohnung. Ich so, Und sie hat aber schon mit der zukünftigen Königin, also in dem Moment noch Prinzessin, glaube ich, oder Herzogin, einfach mit der Verlobten vom Prinz hat sie schon getroffen in der Bibliothek, wo sie auch ist, ab und zu ein bisschen lesen. Und die ist eigentlich so ein bisschen ihre beste Freundin geworden. Und dort hat sie erfahren, dass es eine verbotene Abteilung gibt, wo sie nicht reingehen können, wo abgesperrt ist. Und hat sie gewünscht, dass sie Zugang bekommt in die verbotene Abteilung. Also, ja, okay, ist gut. Und dann hat sie dort nach der gesucht nach Büchern die mehr über Magie beibringen wollen. Sie hat gehört, dass es auch Heilmagie gibt, wo man kann mit Magie direkt heilen, ohne Übertränkli. Oh. Was aber nur so die richtig guten, super Magier können, sozusagen, einfach die richtig Talentierten, was eher selten antriffst. Und dann trifft sie dann auch erst in der Bibliothek auf den König, wo dann ihr so das Buch in die Hand trägt, zu sagen, oh, schau, das könnte dich noch interessieren. Und dort lernt sie dann eben auch über Heilzauber. Und hat das dann, so wie das ich, dass dann irgendwann wieder der Ritterorden wieder von einem so einem Ausflug, Erkundungsausflug zurückkommt, wieder mit teils Verletzten bis schwer Verletzten unter den Ritter. Dann fängt sie dann mal an, von der Heilzauber wirken, und kann dann wirklich von Verletzungen heilen. Und dann meint sie dann, glaube ich, auch irgendwie, dass der Anführer vom Ritterorden, der blonde Schönling, der ein Auge auf sie geworfen hat, und sie auch ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen, der gefällt dir auch noch. Da ist dann, glaube ich, eben, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ist er verletzt gesehen dort, oder irgendwie. Auf jeden Fall hat sie dann auch so
herausgefunden, dass ich so einen AOE-Heal machen sogar. Also eben für die, was nicht wissen, aus dem Game her, so Area of Effect. Das heisst, ich kann den Heal-Zauber so machen, dass sie nicht eine einzelne Person hält, sondern Die ganze alle Fläche. im, sagen wir, Umkreis von 10 Metern um sie herum auf einmal hält. Und auch alles. Beste Fähigkeit. Genau, und dann auch alle wieder voll begeistert, was sie da kann. Und es häufen sich eigentlich immer mehr Indizien an, eben, dass sie wahrscheinlich die Heilige ist und nicht die andere. Und dann muss sie dann auch einmal die Ritterorte begleiten auf einem Ausflug, zum die Dämonen erkunden, beziehungsweise woher das, wo quasi der Kern ist von der Miasma-Produktion oder wie auch immer, wo das dunkle Zeug herkommt. Und dort kommt dann auch plötzlich so ein heiliger Zauber, wo sie entfacht, wo dann auch die Dämonenviecher im Umkreis alle verbrutzelt, mehr oder weniger, zu Asche verwandelt. Und dann eben so das heilige Licht, so heilige Magie zaubern, das gibt es eigentlich nicht bei den Magiern. Aber darum ist sie wahrscheinlich die heilige Maid. Und haben sie das Problem, dass in einem Gebiet, wo die meisten Heilkräuter herkommen, abgebaut werden, dass dort relativ viele so grosse Monsterprobleme haben und darum, und auch irgendwie das Miasma sich ausbreitet und die Felder nicht mehr so wachsen und gedeiht mit den Heilkräutern. Und dann haben sie einen Ausflug dorthin. Sie kann dann auch unter dem Vorwand, dass sie sich dort weiterbilden und neue Kräutchen können lernen. Und sie eigentlich eh wettet, dass sie dabei ist, gehen sie dann zusammen dort in das Gebiet hinein. Und dort trifft sie dann auf so eine alte Heilerin, Tränklimischerin, die sehr erfahren ist, und die nimmt sie das bisschen unter ihre Fittiche und bringt ihr dann auch so ein bisschen neue Arten bei und so, kein Rezept quasi. Die merkt dann auch, es weiss dann auch, dass sie die heilige Maid ist eigentlich und so. Und ja, da kommt dann eigentlich wieder aus einem Ausflug der Ritterorden zurück, wieder mit vielen Verwundeten. Und dann sieht sie wieder ihren Ritteranführer, den Blondi, wie er dort am Boden hockt, so mit einem die Weste voller Blut ist so. Und dann hat sie gerade ein bisschen Panik, dass er schwer verwundet ist und geht her und heilt ihn auch und so. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen der Moment, wo es langsam rauskristallisiert, weil sie sind immer so auf der Suche gewesen, so, weil sie noch nicht kann bewusst also der Heilzauber selber schon, aber so die heiligen Lichtzauber, die auch die Viecher kaputt machen können, da kann sie nicht bewusst auslösen. Braucht es immer den extremen Moment, wo das mal ausdickt, damit sie es Genau, nicht lieber genau. jedem. Und das ist die Liebe. Was sie denen das bringt. Weil sie erfahren aber auch in der Geschichte vorhin noch von der alten Heilkundlerin aus einem Buch, wo aber glaube ich auch von einer früheren heiligen Maid ist, wo schreibt, dass sie irgendwie in einer Hungersnotzeit gelebt haben ihre jüngere Brüder, die sie so liebt, ist auch schon in fast am Verhungern und erkrankt noch und sieht ziemlich schlecht aus, im Zustand. Und keine Nahrung gross rum, zum Aufpäppeln und nichts. Und dort dann auch dann aus der Liebe, die sie zu ihrem Bruder hat, kann sie dann auch so ein heiliges Licht rausbringen, so, wo dann das ganze Feld fruchtbar macht und dann innerhalb kurzer Zeit wieder richtig viel Nahrung aus dem Feld gesprossen ist. Man braucht das auch. Ja, auf jeden Fall üben sie dann mit ihr, eben, wie sie kann das heilige Licht eben einsetzen, um mit der Heilkräutli schön zu gedeihen. Am Anfang mit den einzelnen Blumentöpfchen, wo sie dann so mit Anstrengung und probieren, dann kann so mit der heiligen Magie, wie sagst du, nicht infizieren, das ist eigentlich so gut Beeinflussen, weiß auch nicht, beeinflussen, ja, das man ist fällt jetzt einfach. Wort auch nicht ein. Auf jeden Fall, bis dann eben so weit, schlussendlich, wo sie So dann ein schließt. ganzes Feld ja mit ihrer heiligen Magie durchfließt und das dann das Zeug sprießt und macht und so. Und dann geht es schlussendlich dann auch mit dem Anführer und den anderen Magier und Dings, die anderen Damen, die beschworen ist, Aira,
dort kommt dann eigentlich endlich der Moment, wo es dann der König mit seinem Prinzensohn ein ernstes Wörtchen hat, wo es dann klar wird, eben, dass die Aira nicht die heilige Maid ist. Sie ist auch talentiert, was Magie anbelangt, sehr wissbegierig und lernt schnell Magie und so. Auch talentiert, aber sie ist nicht die heilige Maid. Und sie hat aber immer ein bisschen Probleme auch so mit den anderen Klassenkameradinnen gehabt, weil der Prinz immer sie mitschleift. Gleichzeitig ist der Prinz verlobt mit der Herzogin oder was, Tochter. Und dort ist es halt nicht so gesittet, oder? Wenn so Verlobte und so mit anderen Frauen die längste Zeit abhängen, oder? Das machen die anderen ihren auch bewusst. Und sie würde ja eigentlich auch ohne weiteres sich ein bisschen distanzieren, aber sie kennt halt niemand und er schaut zu ihr, kümmert sich um sie, oder? Sie halt einfach gestrandet allein in dieser Welt ist so. Und dann aber, nachdem dann klargestellt wird, dass sie nicht die heilige Maid ist, kann dann aber gleich sein und eben die Verlobte vom Prinz sind beide gutherzig und sie tun sie dann schnell zu ihrer guten Freundin machen und dass sie dann mit ihnen zusammen kann, gemeinsam sein. Und sie kommt dann auch, also eben die Aira, damit sie wieder eine Aufgabe hat, wo sie auch nicht die heilige Maid ist, kann sie dann mit ihrem Magietalent auch in Magierorden gehen. Und dort mithelfen, Kämpfe machen und was auch immer. Und dann sind sie neben dort, noch der letzte grosse Ausflug, den sie da machen wollen, um das Gebiet von den Heilkräutern endlich komplett zu reinigen. Und, da kommt dann auch der Magieranführer von der Magiergilde dort eben, von dem Magierzirkel. Und der Aira ist dann auch dabei. Und da kommen dann immer mehr von diesen Dämonenviechern, aus denen dort am Kern angelangt sind, aus der ein bisschen knapp wird zum Kämpfen. Und am Schluss siehst du noch den Prinz, eben, wie sie probiert, irgendwie mit dem Teilzauber wieder vorzurufen. Aber sie weiss in dem Moment, glaube ich, noch nicht ganz, dass es die Liebe ist zu ihm, die das auslöst. Und dann geht er auch so zu ihr und dann haben sie sich gegenseitig so die Hände und sie schließen die Augen und dann kann sie natürlich mit der Kraft von der Liebe nachher den Heilzauber so stark wie noch nie, also der Holy, also es ist nicht Heilzauber, der meint auch der Heilige Lichtzauber, sag ich jetzt mal, entfesseln und dann nachher das auch in einem riesengroßen Gebiet um alles Böse vernichten und reinigen, das ganze Miasma, wo dort rum ist, das Verschmutzte. Ja, und am Schluss ist sie nachher sie und der Prinz sind auf der Aussichtsplattform und so und Happy End, sie sind also noch nicht, also weiss nicht, ob sie schon als irgendwie ein Paar zusammen sind oder so, als Liebespaar, aber du weisst, sie ist sich bewusst worden über ihre Gefühle von ihm und er hat schon lange eigentlich angedeutet, so wie er gehandelt hat, dass er Interesse an ihr hat und so, aber sie ist halt einfach ein bisschen sehr schüchtern gewesen und so und darum immer so, sobald sie zu fest in Verlegenheit kam, so, ist sie schnell wieder von dannen gezischt und so. Ja, das ist dann eigentlich auch gewesen. Ich muss sagen, aber ich bin jetzt wegen dem nicht weiblicher geworden. kann man sich durchaus auch als Mann geben. Ja, es ist jetzt nicht einmal extreme Romanzen eigentlich. Es ist ein chilliges Anime eigentlich, wo man sich am Sonntag gern gemütlich, aber nicht irgendwie wahnsinnig gross, aber da die paar Monster und Viecher, die es bekämpfen, das ist jetzt nicht so ein kleiner Teil vom Ganzen eigentlich. So, aber sonst ist es so ein kleines Daily Life und so, oder, was so abgeht. Eine grosse Herausforderung. Genau, schlussendlich so. Und ja, mal was ich kann sagen, auch was machen, kann man es gut schauen. Und für die Damen dort draussen, die gerne haben so ein bisschen die romantischen Geschichten mit schönen Männern, Schönlingen und so draussen, ja, könnt ihr natürlich absolut auch schauen. Für euch, ja. Mehr gibt's, glaub's, nicht dazu sagen. Ja. In dem Moment. Sehr herzlichen Dank nochmal für so ein Anime-Quickie. Ich find's grandios. ich tu gern deine Anime-Quickies zulassen. Bitte gängst. Weil, dann muss ich sie nicht schauen. Ja, genau. Also, weißt du, ich bin gern informiert über Zeugs und Sachen. Und dann aber, wenn ich mir Zeit nicht mehr für zum Herrenhocken kann, wirklich schauen, dann
muss es richtig gut sein. AAA-Qualität. Ja, solange es nicht kommt, muss ich es auch nicht geben. Und sonst bin ich einfach informiert, sagt mir einfach etwas. Und das genau. ist geil. Das ist da muss es geil. Entweder ein, das ist ein Food Wars sein, was du schaust. Ja, ein Food Wars. Oder ein Attack on Titan zum Beispiel. Oh, ja. Das ist etwas gesehen, was wir uns gegeben haben. Aber ich muss natürlich sagen, muss ich auch ja wieder nachholen darf. Wir sind dort auch überhaupt nicht fertig. Also ich habe noch weiter geschaut. Food Wars. Ah, nein, Food Wars, nein, ja, Attack on Titan. Ja, muss ich noch fertig machen. Aber dort habe ich, glaube ich, die zweitletzte Season geschaut und jetzt ist die letzte Season, Final Season, müsste jetzt, glaube ich, auch schon draußen sein. Eigentlich, die muss man noch zu Gemüte geben. Bin ich gespannt. Das geht gut weiter. Ja. Ich habe dort längere Zeit Pause gemacht und da sind, glaube ich, etwa zwei Seasons wieder draußen gewesen in der Zwischenzeit und dann habe ich die wirklich relativ schnell durchbinge-watched. Weil es einfach wieder so spannend war. Es war wirklich schnell verbinden. Ja. Ich habe es mir eben gepostet auf der Switch dann. Also, das Game meinst du? Ja, haben wir ja schon. Ja, genau. Aber die nächste. Ah, mit der Story. Weiter. Ja, mit der Story geht es weiter. Und das habe ich mir hinzugekauft. Und danach denke ich, was zuerst zocken, bevor dass ich weiter schaue. Aber das ist jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr her. Und mittlerweile muss ich sagen, ich würde es einfach schauen und zocken dann, wenn. Ja, also. Ich habe es mir vorgenommen und habe wieder reingeschaut, aber bis du wieder drinnen bist. Mhm. Das ist halt schon nicht das Einfachste, gell? Nein, das finde ich auch. Aber es ist richtig geil. Wenn du es im Griff hast, finde ich es super. So Spider-Man für. Ja, mal schon ein bisschen Spider-Man. Wenn du es jetzt noch vom PC hättest mit der Grafik oder auf die neue Konsole mit der Grafik hättest vom Spider-Man, wie es neue Spider-Man hat. Dann wär's gar gut, das wird's nie sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Anime und halt nicht 3D-Zeugs-Geschichten. Also könntest du eigentlich TikTok machen, das Gefühl. Ja, dann kommen wir all die Puristen von der Brühe. Vielleicht schon. Aber auch nicht. Oder auch nicht, ja. Meine Damen und Herren. Merci vielmals fürs Zuhören. Und das schönes Haus auch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.